Nee, ich habe die irgendwie tatsächlich nicht mitgenommen. Oder so. Habe ich die jetzt mitgenommen? Das ist schon sehr... Aber jetzt sind sie da. Naja, gut. Hauptsache, sie sind jetzt da. Auch wenn es komisch ist. Schrumpfgranaten! Schlumpfgranaten. Okay. Böse Wölfe. Ich glaube... Boah, sind die laut! Ich glaube, ich werde versuchen, die zu schrumpfen. Die Ödlandwölfe. Ah, ich muss die direkt auf den werfen. Daneben werfen geht nicht. Ah, jetzt ist der Alpha-Wolf klein. Naja. Angreifen müssen wir sie trotzdem ganz normal anscheinend. So, jetzt passt auf. Jetzt fangen wir mal mit den Fernkämpfern an. Ein bisschen zerstreuen, damit ihr euch nicht gegenseitig in den Rücken schießt. Wäre eine gute Idee. Dann schauen wir, dass wir den geschrumpften Alpha-Wolf erwischen, würde ich sagen. Ach, kann das sein, dass der jetzt, weil er geschrumpft ist, dass wir den nicht mehr so leicht treffen wie die anderen? Weil dann kümmern wir uns erst um die anderen. Ist ja auch okay. Tada! Fallen Crusader, du hast schon geworfen, du kannst eh nicht mehr schießen. Dann geh mal noch aus der Schussbahn. Ach, sie kann ja eh wieder nicht so weit schießen, ne? Aber es ist vielleicht eh nicht schlecht, einen Charakter zu haben. Gerade wenn wir jetzt gegen Nahkämpfer kämpfen, macht es ja voll Sinn, dass wir hier immer einen Overwatch-Charakter haben. Na, komm her. Ja, genau. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Mit der Spezialfähigkeit. Ich drücke die X-Taste, wähle das hier und schieße jetzt in einem Kegel da vorne auf die Gegner. Jetzt vor 5 Sekunden. Wow, was für ein Kegel. Meine Güte. Idolen geht in den Nahkampf. Erfolgreicherweise. Die sehen ein bisschen aus wie große Ratten, oder? Diese Ödlandwölfe. Major Tomcat! Yeah! So, das schafft wahrscheinlich Idolem jetzt alleine, oder? Gut gemacht, Team. Vor allem du, Major Tomcat. Ödlandwolf Reißzahn. Trage ihn um deinen Hals und zeige jedem, was für ein einsamer und harter Typ du doch bist. Pheromonsack. Der Drüsensack ist verantwortlich für die Ausschüttung von Pheromonen. Sie werden für die Kommunikation und zum Anlocken von Paarungspartnern eingesetzt. Jetzt auch für uns jetzt im Team kommunizieren wir jetzt über die Drüse, jetzt wo wir sie haben. Ödlandwolfpelz. Ein ausgezeichneter Pelz von einem Ödlandwolf. Ein Händler würde dir dafür wahrscheinlich etwas bezahlen. Na gut, sonst noch irgendwas? Schätze? Kann ich die Opfer von den Ödlandwölfen plündern? Nö. Schade. Ah. Da habe ich aber gerade kurz jemanden gesehen. Ja. Oh. Die haben irgendwelche Stachelbär-Tiere dabei anscheinend. Die Darcys. Okay, bleibt mal alle hier stehen. Was
können wir denn hier nehmen? Ah, ich weiß, was wir an dem Computer machen können und mir gefällt's. Die Oberfläche des Photonenamplifikator-Linsengeräts sieht so aus, als sei sie einfach zu bedienen. Die meisten Abläufe sind automatisiert, aber es gibt auch einige Steuerelemente zur Anpassung. So. Die dynamische Kreuzphotonenmatrix auf der Linse installieren. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. Ihr entfernt eine Komponente mit der Beschriftung passive Kreuzphotonenmatrix und installiert die dynamische Kreuzphotonenmatrix. Die haben wir vorher gefunden, ne? Das war das aus dem Spind. Ein kurzes Zischen ertönt und das Ding beginnt nach Ozon zu riechen. Vermutlich kein Problem. Vermutlich. Aktivieren. Ne, okay. Auf den Knopf mit der Beschriftung Photonensammlungsmenge anpassen drücken. Das Sammeln von Photonen steht auf der niedrigsten Einstellung. Momentan werden 10 angezeigt. Auf dem Bildschirm wird eine animierte Blume mit Sonnenbrille angezeigt, die ihr Gesicht vor den grellen Sonnenstrahlen abschirmt. Okay, dann stellen wir auf die höchstmögliche Stufe. Ihr dreht den Knopf nach rechts. Ein leises Surren ertönt und wird immer lauter. Ja, dann aktivieren wir das Ding mal. Eine fröhliche Blume erscheint auf dem Bildschirm. Sie sagt, PAL aktiviert, Kumpel. Hey, aber sollte ich vielleicht warten, bis wieder Gegner, ne? Komm her, du komischer Stachelschweinhund. Und der andere am besten auch. Okay. Ja. Ich hab mir ein bisschen mehr Wumms vorgestellt. Aber gut, die brennen jetzt wenigstens alle. Ist okay. So, die Nahkämpfer müssen alle hier den Weg hochlaufen, bevor die überhaupt was können. Und das sind viele. Und die paar Fernkämpfer können wir wahrscheinlich von hier oben ganz schön wegsnipen. Wisst ihr, was schön wäre? Ach ja, genau. Sichtlinien. Wir haben sogar Sichtlinien. Wenn ich hier jemanden platziere, sieht den niemand. Jetzt bringe ich unser Nahkämpfer-Idole mal hier hinter dem Felsen in Deckung. Ich frage mich, wahrscheinlich nicht, aber witzig wär's, wenn tatsächlich die Körpergröße einen Unterschied machen würde, wenn Idole jetzt noch schwerer zu treffen wäre deswegen. Aber ich glaube nicht. So, und wir gehen in den Overwatch-Modus. Falls jemand wirklich Aktionspunkte genug hat, um hier hochzukommen, kommt er nicht weit. So, Marshall hier, lauf mal so weit er kann, bevor er schießt, damit die anderen Platz haben. Ah, Hilfe! Die Kamera ist hier ein bisschen blöd. Basti ist halt... Bei Basti ist immer ein bisschen das Problem, dass der als Scharfschütze so viel AP zum Schießen braucht, dass der sich kaum bewegen kann. Aber wenn ich ihn hierhin bewege, kann er noch auf Gegner schießen. Als einziger so ziemlich, weil er genug Reichweite hat. Nee, er kann sogar auf die da unten schießen. Na dann. Hä, aber mir wäre es eigentlich lieber, wenn wir auf die Fernkämpfer schießen würden, wenn es geht. Na... Na gut, der kann auf niemanden schießen. Hey, wir könnten mal den gefrorenen Wieselwerfer benutzen. Nein, bitte nicht auf unsere Verbündeten schießen. Das ist ganz schlecht. Ja, ich mache jetzt einfach mal zum Testen, oder? Schießen wir auf den. Wahrscheinlich voll die Verschwendung. Aber los geht's. Wow, okay. Krass.
Das ist quasi einfach nur dieser gefrorene Wieselwerfer ist in Wirklichkeit wirklich einfach nur ein krasser Raketenwerfer. Da können wir mal wirklich hier Riesenflächenschaden in Zukunft damit machen. Müssen wir sparsam einsetzen. Wer weiß, wie viel gefrorene Wiesel wir noch finden. Ich weiß nicht, ob gefrorene Wiesel hier im Ödland in Hülle und Fülle vorhanden sind. Also lieber sparen. Aber gut. Hat sich, finde ich, gelohnt, der Test. So, dann haben wir noch Abraxe. Für Abraxe haben wir jetzt gar keinen richtig guten Platz mehr irgendwie, ne? Da kann auch auf niemanden schießen, leider. Habe ich Abraxe Granaten ausgerüstet? Ja! Na dann. Die haben If I only had a nuke mit hätte ich doch nur eine Rakete übersetzt. Ich weiß ja nicht. Eine Nuke ist schon ziemlich eine Atombombe eigentlich und nicht einfach nur eine Rakete. Naja, ab in Deckung mit Abraxe. Au. Ach, ach, das Ding schießt noch weiter. Ah, das hasse ich so, ne? Das ist halt das Blöde, wenn man so NPC-Begleiter hat. Ich habe jetzt auch länger nicht mehr gespeichert und Major Tomcat läuft voll ins Feuer. Was will denn Alexa plötzlich? Jetzt fängt Alexa plötzlich im Hintergrund zum Mitreden an. Will sich auch einmischen. Blutbestien sind das. So, so. Ich muss jetzt echt auf Major Tomcat da vorne aufpassen. Man hat nur Ärger mit diesen Begleitern. Okay, einer weniger. Idolim kann irgendwie niemanden angreifen. Ich verstehe es gar nicht. Ach so, weil ich den erst manuell hinbewegen muss, natürlich, ne? Ist eh ganz klar. Aber wenn ich den hier parke, steht er nicht im Feuer und kann den hauen. Nein, und er haut daneben! Ah, Idolim. Ab in Deckung mit dir. Ah ja, zum Glück haben wir unseren Sniper. Bam, das war gut. Theoretisch hätten wir noch ein gefrorenes Wiesel, aber nee, jetzt wechseln wir die Waffe und machen was Vernünftiges. Mit vollen Crusader. Zum Beispiel, warum denn nicht in Overwatch-Modus gehen? Was wir auch... Mit Pistolen hat man wirklich gar keine Reichweite in dem Spiel. Aber so ein Overwatch-Modus ist schon super, kann man nichts sagen. Major Tomcat ist so crazy. Läuft einfach voll ins Feuer. Können wir vielleicht den letzten Gegner noch schnell wegsnipen? Ah, daneben. Aber auch wenn der Schuss jetzt leider daneben ging, so ein Scharfschütze im Team, der einfach von ganz hinten das ganze Schlachtfeld abdecken kann, ist schon einfach immer super, oder? Oh, come on, was ist denn los? Okay.
Okay. Nee, das war falsch. Okay, Major Tomcat ist geheilt. Alle anderen sterben nämlich nicht permanent. Nur die Tierbegleiter können permanent sterben, auf die muss man echt aufpassen. Aber das haben wir hiermit gemacht. Oh, das ist was, das nervt mich so an dem Spiel. Und ich verstehe nicht, warum. Wollten die da ursprünglich ein MMO draus machen oder so? Man kann in dem Spiel nicht auf Pause drücken. Und das heißt, wenn jetzt einer meiner Charaktere vergiftet wäre oder so, würde der jetzt sterben, während ich auf Pause gedrückt habe. Und gerade mit Tierbegleitern, die permanent sterben können, ist das wirklich, wirklich nervig. Auch wenn ich hier im Menü bin, läuft die Zeit weiter. Ich verstehe echt nicht, was das soll. Das nervt mich total, sowas. Was wollte ich hier jetzt machen? Warum bin ich hier reingegangen? Aha. Basti, unser Mediziner, sollte vielleicht auch Idole mal schnell reparieren. Sehr gut. Und jetzt haben wir ein bisschen was hochzuleveln hier, ne? So, schauen wir mal, was... Basti ist ein ziemlicher Allrounder geworden. Kritische Trefferchance. Ja, ich weiß nicht, als Scharfschütze wäre sowohl natürlich wie für jeden Koordination, also Aktionspunkte wichtig, aber Intelligenz erhöht die kritische Trefferchance, was ich natürlich bei einem Scharfschützen schon auch toll finde. Aber jetzt brauchen wir wirklich mal ein bisschen Koordination, weil die Aktionspunkte sind schon wenig. Scharfschützen müssen jetzt nicht über das ganze Schlachtfeld laufen, aber sich nicht bewegen können, wenn man schießen will, nervt. Fertigkeit, 4 Fertigkeitspunkte. Gut, Waffenmodifikation kann ich mir im Grunde jetzt sparen, aber Erste Hilfe ist schon gut. Scharfschützengewehr auf jeden Fall, aber mehr Treffsicherheit als Scharfschütze ist immer gut. Arschkriechen ist natürlich auch super. Da ist Basti auch der Beste aktuell. Ja, ich mach mal noch vielleicht... Ja, aber eigentlich reicht so ein bisschen Erste Hilfe. Man muss nicht der super Erste Hilfe Oberguru sein, damit man seine Begleiter heilen kann. Aktuell reicht das. Nehme ich vielleicht wirklich noch Rüstungsmodifikation, damit wir unsere Rüstungen gut modden können. Nee, ich nehme Arschkriecher, weil wenn wir irgendwelche Mods mit uns rumtragen, die wir nicht ausrüsten können, ärgert mich das viel weniger, als wenn wir irgendwelche Dialogoptionen haben, die wir nicht benutzen können. So, und den ersten Vorteil für Basti gibt's auch. Mal schauen, als Scharfschütze kann er entweder Ziel markieren. Zusätzlich zum taktischen Wert ist es gut, einen Feind zu markieren, auf den sich deine Gruppe konzentrieren kann. Reduziert die Ausweichrate von Gegnern um 15%. Markierte Ziele haben außerdem plus 50% Schaden durch Präzisionsschläge. Finde ich ziemlich langweilig. Meisterhafte Präzision. Du bist ein Chirurge und dein Scharfschützengewehr ist ein Skalpell. Bei Präzisionsschlägen mit Scharfschützengewehren gibt es wesentlich höhere Chancen, kritische Effekte zu verursachen. Ja, ich meine, höhere kritische Trefferchance ist gut. Was könnten wir denn mit Erster Hilfe machen? Du würdest alles tun, alles für das Team tun. Wenn einer von ihnen ausfällt, springst du für ihn ein. Verstehe ich nicht. Wenn ein Verbündeter im Kampf K.O. geht, erhältst du 2 Runden lang plus 1 Kampfgeschwindigkeit. Aha. Waffen modifizieren? Beim Zerlegen von Waffen besteht eine Chance, Waffenmods zu erhalten. Ja, das ist immer sowas, ne? Keine Ahnung. Ja, okay, nehmen wir höhere Trefferchance einfach mit Präzisionsschüssen. Passt. Ist eingeloggt.
So, Fallen Crusader kriegt auch noch ein Level ab. Aha, Nerdkram. Zielaufhebung. Nebeneffekt der Aufhebung. Alle Pieptöne werden dauerhaft durch Pfeiftöne ersetzt. Was? Von euch gehackte Roboter. Aha, gut, dass die mir das sagen. Da hätte ich gar nicht dran gedacht. Von euch gehackte Roboter werden jetzt von anderen Gegnern angegriffen. Ach, das ist normalerweise nicht so. Weil das wäre natürlich cool, wenn wir schon Roboter hacken können. Naja, okay. Dann haben wir hier bei Sprengstoff. Feuerresistenz und Explosionsresistenz plus. Es gibt eine berühmte zweistufige Verteidigung gegen heranfliegende Feuerbälle und niemand führt sie wirklich aus. Duck and Cover. Ja, ja. Bombenrecycling. Wenn man weiß, was man tut, ist die feindliche Artillerie nur ein weiteres Werkzeug. Beim Entschärfen von Landminen, und das haben wir schon oft gemacht, gibt es eine Chance von 33%, dass eine Granate fallen gelassen wird. Nett. Aber wollen wir das wirklich? Ich weiß nicht. Verrückte Wissenschaftler, das ist bestimmt gut. Überladen. Jeder kann versuchen, mehr Saft durch eine Energiewaffe zu schicken. Aber wenn sie nicht wissen, was sie tun, werden sie wahrscheinlich nur mit Plasmaverbrennungen enden. Lade die Waffe auf und stärke sie, um beim nächsten Angriff Bonusschaden für Energie, Kälte oder Hitze zu verursachen. Deine Waffe hat eine Chance von 5% in deinen Händen zu explodieren. Bei Erfolg ist sie dann wirklich kaputt wahrscheinlich auch, oder? Bei Erfolg verursacht überladen 5% Chance auf Verursachen von Überladen. Ich weiß nicht genau. Das Risk-Reward-Management stimmt hier für mich irgendwie nicht so ganz. Ne? Eine 5%ige Chance, dass die Waffe in meinen Händen explodiert, kommt mir ein bisschen hoch vor für extra Elementarschaden. Naja, aber ich finde, Roboter-Hacken ist eine gute Sache. Also, dass die dann auch quasi von Gegnern angegriffen werden, ist eine gute Sache. Wie ist Arschkriechen wohl im Original benannt? Auf Englisch? Ja, ist eine gute Frage. Weiß ich leider gar nicht gerade. Wenn man es liest, ist es sofort klar, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. So, mehr Nerdkram oder mehr verrückter Wissenschaftler oder beides. Also Mechanik, das ist alles schön und gut, aber ich muss schon sagen, Nerdkram und vor allem verrückter Wissenschaftler finde ich schon sehr witzig und sehr cool. Oh, das wird aber schon teuer hochzuleveln, ne? Oder wir haben so wenig Aktionspunkte gehabt? Ich bin mir nicht sicher. Dann nehmen wir halt noch eine Stufe Mechanik dazu. Ja, und ehrlich gesagt, mehr Koordination. Ich glaube, bis nicht ein Charakter mal voll ist mit Koordination, werde ich dem kaum irgendwie was anderes beibringen, den Begleitern und Truppen und so von uns. Naja, okay, dann beuteln wir mal die Gegner aus.